Hallo, heute erkläre ich euch das Wasserhaushaltsgesetz. Ist ziemlich umfangreich, 107 Paragraphen. Hier nur die Grundlagen. In Paragraph 1 finden wir die Zweckbestimmung, selbst keine Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Verwaltungsakten, sondern lediglich Auslegungshilfe für Ermessensentscheidungen. In Paragraph 2 Anwendungsbereich geht es vor allen Dingen um die Unterscheidung zwischen oberirdische Gewässer, Küstengewässer, Grundwasser und Meeresgewässer. In Paragraph 3, den Begriffsbestimmungen, werden diese Gewässerarten genauer erklärt. Insbesondere gibt es auch hier einen Hinweis auf sogenannte EMS-Standorte. Das sind umweltauditzertifizierte Standorte, die privilegiert sind. Fangen wir an mit der Bewirtschaftung. Allgemeinen Regeln. Uns interessiert die Unterscheidung zwischen Erlaubnis und Bewilligung in 8. Und zwar wird die Benutzung eines Gewässers unterschieden in Erlaubnis und Bewilligung Möglichkeit, wenn es keine freie Nutzungsart ist. Welche Art der Nutzung es gibt, wird in 9 genauer erklärt. Es gibt in Absatz 1 Nutzung, sogenannte echte Nutzung, und in Paragraph 9 Absatz 2 die unechte Nutzung. So, der Unterschied zwischen Erlaubnis-Bewilligungsverfahren sehen wir schon mal in 11. Da steht nämlich, die Bewilligung kann nur in einem Verfahren erteilt werden, in dem die Betroffenen und die beteiligten Behörden Einwendung geltend machen können. Es geht also darum, das Verfahren stärker zu formalisieren, um eine stärkere Rechtskraft für die Beteiligten herbeizuführen. Das wird jetzt in den nächsten Paragraphen genauer dargestellt. Insbesondere interessiert uns die Widerrufsmöglichkeit als Beispiel. In Paragraph 18 ist geregelt, dass die Erlaubnis jederzeit widerrufen werden kann und die Bewilligung nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist also ein gutes Beispiel, wie unterschiedlich diese beiden sind. Weiterhin interessiert uns die Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer. Wir finden in 25 den Hinweis auf den Gemeingebrauch, Details im Landesrecht geregelt, und in 26 Hinweise auf Eigentümer- und Anliegergebrauch, auch im Landesrecht geregelt. Wir sehen hier schon, dass das Wasserhaushaltsgesetz viele Regelungsmöglichkeiten für Landesrecht eröffnet. Insbesondere haben wir hier Hinweise auf die Mindestwasserführung, das ist in 33 als Legaldefinition, auf die Durchgängigkeit 34, auf die Wasserkraftnutzung 35, auf sonstige Anlagen, insbesondere bauliche Anlagen wie Gebäude, Brücken und so weiter, aber auch Fähren. Wir haben einen Hinweis auf den Wasserabfluss, was das Verhältnis zwischen höher liegenden Grundstücken und tiefer liegenden Grundstücken betrifft. Und wir haben einen Hinweis auf 38, den Gewässerrandstreifen, der detailliert geregelt ist im Außenbereich in einer Breite von 5 Metern. Und worum es da genau geht. Insbesondere 39 folgende geht es um die Gewässerunterhaltung, die Unterhaltslast, die den Eigentümern oder den sonstigen öffentlichen Verbänden unterliegt.
Hier ist genau geregelt, was das beinhaltet. Abschnitt 3 beschäftigt sich mit den Küstengewässern, Abschnitt 3a mit den Meeresgewässern. Wir gehen zum Grundwasser. Abschnitt 4, Paragraph 46, regelt die erlaubnisfreie Benutzung des Grundwassers. Soweit nicht was anderes geregelt ist, ist nämlich die Nutzung für den Haushalt, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb und so weiter, frei von Erlaubnis und Bewilligungspflicht. Interessant auch 49, es geht um Erdaufschlüsse. Das sind Arbeiten, die tief in den Boden eindringen. Insbesondere Fracking muss den zuständigen Behörden einen Monat vor Beginn der Arbeiten angezeigt werden. Kapitel 3 schließlich startet mit besonderen wasserwirtschaftlichen Bestimmungen, zum Beispiel der öffentlichen Wasserversorgung. Hier ist definiert, was das ist, die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung, in Klammern öffentliche Wasserversorgung, ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Es geht vor allen Dingen auch um das Festsetzen von Wasserschutzgebieten, unter welchen Bedingungen das möglich ist, bis hin zu dem Heilquellenschutz. Abschnitt 2 beschäftigt sich mit Abwasserregelungen. Und zwar gibt es hier eine Größenunterscheidung. Abwasser ist entweder Schmutzwasser oder Niederschlagswasser. Insbesondere geht es auch die Unterscheidung zwischen Direkteinleitung, das ist direktes Einleiten in andere Gewässer, oder insbesondere in 38 um das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen, sogenannte Indirekteinleitung. In Abschnitt 3 haben wir Regelungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Abschnitt 4 ab Paragraph 64 haben wir Hinweise auf einen Gewässerschutzbeauftragten, den Gewässernutzer benötigen, wenn sie mehr als 57 Kubikmeter Abwasser einleiten pro Tag. In 67 folgende haben wir Regelungen zum Gewässerausbau, Deich-, Damm- und Küstenschutzbau. Und in Abschnitt 6 ab Paragraph 72 haben wir den Hochwasserschutz geregelt. In 73 insbesondere, was ein Risikogebiet ist. Es geht in 77 darum, zu regeln, was Rückhalteflächen und was Bevorratung ist. Und in 78 geht es um bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete. Nämlich sehr eingeschränkt. Schließlich haben wir in Abschnitt 7 ab Paragraph 82 die Regelung zur Planung.
insbesondere den Hinweis auf Wirtschaftspläne. Die Behörde haben für jedes Flussgebiet, für jede Flussgebieteinheit nach der Maßgabe der Absätze 2 bis 4 einen Bewirtschaftungsplan aufzustellen. Wichtig auch Paragraph 89 im Abschnitt 8. Hier haben wir die Haftung für Gewässerveränderung. Insbesondere geht es darum, haften für das Stoffe, die aus einer Anlage kommen, in Gewässer gelangen. In 90 haben wir die Sanierungspflicht. In 103 haben wir Bußgeldvorschriften.